In einer früheren Folge haben wir gesehen, dass das beschädigte Notenpult abgenommen wurde. Jetzt geht es darum, das Pult so originalgetreu wie möglich zu reparieren. Hinter dem Notenpult war Seide aufgeklebt. Die Seite ist verfärbt, wo sie dem Tageslicht ausgesetzt war. Hier sieht man noch die ursprüngliche blau-grüne Farbe. Wir haben uns auf die Suche gemacht nach einem Stück Seide mit vergleichbarer Farbe und ähnlichem Gewebe, einer Flachbindung. Dieser grüne Stoff hat, was das Gewebe betrifft, viel Ähnlichkeit mit der Originalseide. Ein Stück grüner Stoff wurde in ein Blaufärbebad gelegt, um die Originalfarbe zu erreichen. Viele dieser Holzstäbchen und Einzelteile waren locker. Sie sind alle verschoben und wo Lücken entstanden sind, wurden sie mit losen Holzstücken aufgefüllt. Später werden die neuen Stücke noch in der passenden Farbe nachgebeizt. Hier ist das Namensschild. Diese Dekoration besteht komplett aus kleinen, losen Stückchen. Es wird ein ziemliches Puzzle, um sie wieder an die richtige Stelle zu kriegen. Dieselbe Seide, die hinter dem Notenpult war, befand sich auch unter der Dekoration. Darum wird erst wieder ein Streifen Seide aufgeklebt, bevor die Dekoration zurückgelegt wird. Die Seide wird so lang ins Färbebad gelegt, bis der richtige Farbton gefunden ist.